Was erwarten Sie sich von der heutigen Sitzung? Naja, wir haben einen Beschluss aus Weimar, den wir zwar als irritierend erleben, aber den wir natürlich jetzt mit Blick auf unsere staatspolitische Verantwortung und unsere Staatstreue natürlich exekutieren werden, auch wenn er, wie gesagt, in vielen Bereichen kritikwürdig ist. Bleibt der AfD jetzt noch taktischer, strategischer Spielraum, um in irgendeiner Form die Interessen der Menschen, die sie vertreten, im Parlament geltend zu machen? Mutige Berichterstattung kostet Geld. Jetzt unterstützen. Link in der Beschreibung. Klar ist, wir sollen um die Früchte eines historischen Wahlsieges gebracht werden. Aber wir werden, wie ich das gerade schon angedeutet habe, jetzt staatspolitisch verantwortlich handeln und versuchen, den Thüringer Landtag so schnell wie möglich zu konstituieren und ihn arbeitsfähig zu machen. Das ist das, was die Menschen in Thüringen jetzt auch von uns erwarten.